Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So. Der 7. Mai ist dran. Wow, wow, wow. Ich habe jetzt mal was Neues gemacht. Ich muss ja schauen, ob das wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sonst muss das dann ändern. Irgendwie höre ich was. Ich weiß aber nicht was. Egal. Im Sonntag 7. Mai dran. Ich habe heute noch nicht so gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe vieles gemacht, aber nicht das, was ich hätte machen sollen. Von dem her gesehen werden wir auch jetzt nichts ändern und werden das einfach so weitermachen im Moment, wie ich es gemacht habe. Und werde dann vielleicht morgen oder halt ja, im laufenden Tag irgendwas ändern. Ich muss noch ein paar Videos machen, glaube ich, weil ich nächste Woche nicht da bin. Jo, dann lassen wir einfach mal los. He? Sonntag, 7. Mai. Ich muss noch schnell meinen Kontrollmonitor umschalten. Damit ich das in groß sehe. Und dann machen wir am besten einfach wieder Standard. Ja. Der Monat. Dann haben wir Sonntag, ist er da hinten und die 7 ist da. Und das Markieren, Tracking-Zeug habe ich immer noch nicht gemacht. Dann könnte man hier zum Beispiel schon mal zumachen. Ja. Damit wir den mal weg haben. Dann kann man zum Beispiel den hier hinlegen, wobei ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist. Man wird es dann sehen. Dann machen wir zum Beispiel den da, das ist eine gute Idee. Und wenn wir den da hinlegen, dann genau. Und dann könnte man den da reinschmeißen. Die 7 ist da vorne. Das heißt, so hätten wir die 7 schon mal weg. Dann haben wir unten immer noch der Sonntag. Immer wieder Sonntag. Kommt die Erinnerung. Tipp, 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 tipp. Das geht nicht mehr, hä? Ja, ich bin mit Schlager aufgewachsen irgendwie. Man glaubt es kaum. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt, oh nee, alles nur kein Schlager. Aber wenn man halt damit aufgewachsen ist, was will man tun, gell? Genau, das geht natürlich so nicht, gell? Wenn wir den da nach hinten schmeißen, dann sieht es nicht wirklich besser aus. Wenn wir mit dem da den da schließen, das bringt aber wahrscheinlich schlussendlich dann nicht viel. Mit dem da würden wir den Sonntag zumachen. Was wir schon irgendwie wollen, aber trotzdem nicht so ganz. Da hätten wir die 14 dann nicht mehr weg. Wir fangen doch mal schnell an. Genau, der geht ja eh nicht, wegen dem Mai und wegen der 7. Wir können auch den hier machen. Zum Beispiel den hier hin. Dann haben wir mit dem da den Mai schon mal weg. Und das da. Dann kann man hier hinten das dahin machen und dann könnt ihr Pech haben mit dem Ding da, mit dem Sonntag, ja. Wobei es jetzt nicht wirklich besser wird, weil wenn wir den hier hinsetzen, bringen wir die 31 nicht weg. Wenn wir den da hinschmeißen und dann, wenn mir rumort was, wahrscheinlich nicht gut, ne? Aber wenn wir den da hier hin machen können, kann man auch den hier hin machen. Und den da natürlich dann nicht, ne? Sondern den da. Und dann machen wir den da hier noch hin. Mit dem haben wir die 31 wieder nicht mehr, ne? Und
Und genau. Es geht also nicht. Wir könnten jetzt hier die 7 zumachen, aber da gibt es sicher wieder Leute, die motzen. Nö, hast du nicht gesehen? 7? Nein, so hat er es nicht gesagt. Er war ja einständig. Da haben wir auch wieder das Problem mit der 31. Also können wir das so nicht machen. Schmeißen wir den mal hier hin und den da zum Beispiel hier hin und dann. Das ist recht blöd. Das geht irgendwie nicht. Wenn wir den da hier hin machen, dann den da hier hin machen. Oh, lecker. Mein Deutsch ist verdammt gut. He? Das hattest du schon mal. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, wohin mit dem Zeug. Verdammt. Hier hätten wir dann die 7 frei und. Und. Den da und die 26 würde dann da bleiben. Aber so wäre der Sonntag weg. Dann bräuchte man hier den da nochmal oder. Man könnte auch den hier hinschmeißen. Dann kriegen wir aber das da hinten nicht weg. Und wenn wir den da hier, den hatten wir jetzt den so, hä? Hier hinmachen, dann können wir den da. Oder aber wir könnten den hier hinsetzen und bräuchten dann den da nochmal, hä? Ja. Und wenn wir den da hier hinsetzen, dann brauchen wir den viereckigen, den wir nicht mehr haben. Also nicht mehr haben, weil wir ihn einfach bei dem Spiel nicht haben, oder? Also fangen wir einfach wieder an. Ich dachte, es wird so richtig einfach. Oder mein 7. Mai, sorry, also Sonntag. Es muss doch einfach so gehen, oder? Nee, nicht. Das geht sicher nicht so. Wenn wir den da reinmachen, dann den hier. Da oben die 7, hä? Da oben die 7. Das heißt, den könnte man hier hinschmeißen. Und hier zum Beispiel den da, mit dem da, den da zumachen. Wenn wir den hier hin machen, dann haben wir hinten schon bald wieder ein Problem. Wir können noch den hier und dann bräuchten wir. Genau, das geht dann wieder nicht. Hä? Nö. Wir können den da hin machen und bräuchten wieder etwas, was wir noch nie hatten. So einen hatten wir echt noch nie. Also. Blöd, hä? Wenn wir den hier hin machen und den da und dann das da, sähe schon verdammt gut aus, es geht halt einfach nicht. Aber ich darf nicht so fest wackeln, sonst fällt mein Tisch um. Also, geht so nicht, ne? Den da könnte man voll hier reinhauen, aber das wäre ein bisschen blöd. Wenn wir den da hinmachen, kriegen wir den Montag und was auch immer nicht weg. Wenn wir jetzt hier das da machen. Und den da rein. Wenn wir das vorher nicht auch sowieso gleich irgendwie so. Sowieso gleich irgendwie so. Aber hier vorne kriegen wir ja gar nichts hin, oder? Also, das da und das da natürlich, das würde das schon schließen, hä? Irgendwie. Und, den da könnten wir hier hinmachen, dann haben wir hier hinten einfach noch irgendwie ein Loch vor. Und der Krieg würde dann hier reingehen, aber eben geht der hier nicht wegen dem da. Wenn wir den da reinsetzen und den hier, dann geht das irgendwie auch nicht. Wir fangen jetzt immer neu an. Wenn es irgendwie nicht vorwärts geht, fangen wir einfach neu an. Da müssen wir durch. Jetzt machen wir mal den, den hatten wir noch nie. Gibt sicher auch einen Grund. Ich werde ihn sehen. Dann setzen wir den da rein. Jetzt haben wir den Mai, den wir noch machen müssen. Hä? Wir können jetzt den dann noch nicht machen, wegen dem da unten. Aber der da würde gehen und der da ja auch, oder? Und
Das geht so nicht, aber so wird es auch nicht ganz funktionieren wegen der 13. Dann können wir den dann noch machen, wir hinzu machen. Und dann haben wir den da. Und der würde zwar hier hingehen. Und der da hinten. Und dann, wenn wir das so machen würden, hätten wir jetzt den Sonntag, den 7. Mai, nach gut 10 Minuten. Also ein bisschen weniger halt, weil ich noch ein bisschen vorher was gesprochen habe. Aber das wäre soweit okay. Ja. Das könnte man echt so leben lassen. Das ist gut. Das ist ein guter Schnitt, sage ich jetzt mal so. Ja. Das... Ah, shit, ich habe jetzt was mit dem Thumbnail geändert. Hä? Genau. Das Hintergrundbild... Was war das Hintergrundbild jetzt schon wieder? Ist es dieser Mann mit Feuer? Hä? Glaube ich, genau. Ich habe gesehen, dass Thumbnails ausschlaggebend sind, ob ein Video angeklickt wird oder nicht. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, ich probiere mal was anderes und probiere es mal so zu machen, wie es alle machen, einfach anders halt. Und dann wird man sehen, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann ja, weiß auch nicht. Ich meine, wäre schon schön, wenn ich mal ein bisschen mehr Leute hätte, die Videos schauen würden. Wobei, ganz ehrlich gesagt, ich weiß ja, dass es jetzt nicht unbedingt so hammermäßig interessant ist, was ich da mache und erzähle. Aber ich hoffe doch, dass ich innerhalb von einem Jahr so weit bin, dass ich dann doch mal Videos machen kann, die ja, ein bisschen mehr interessant sind als das, was ich jetzt gerade mache. Genau. Ihr könnt ja jeweils schauen, was für neue Flecken ich auf diesem Teil da habe. Ich habe gestern was gemalt, mit Rot probiert. Das ist jetzt das da, was hier übrig geblieben ist. Und da hat es noch ein bisschen Kleber oder Weiß. Und ja, das ist halt so, gell. Genau, wahrscheinlich seht ihr das jetzt eh nicht mehr, weil ich ja am Schluss ja dann das Hintergrundbild einblende und ihr das dann anschauen müsst und dann seht ihr das Ganze, was ich da gemacht habe, eh nicht mehr. Die Musik, die jetzt übrigens im Moment läuft, die läuft auch im Moment. Hab mir gedacht, ich könnte es auch mal so machen, wenn ich die Musik eh extern einspiele. Auch für Streaming, was ich mache, aber was ganz anderes mache, aber trotzdem auch keine Zuschauer habe. Und ja. Aber so mehr Spaß macht. Und wenn es euch auch ein bisschen Spaß macht, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann ist das halt da Ding stehen lassen. Das seht ihr aber wahrscheinlich gar nicht. Dann ist es halt schlecht, aber ja, dann müsst ihr halt eure Ansprüche einfach runterschrauben, damit ihr meine Videos interessant findet. Also ey. Ich kann mich nicht ändern. Eigentlich oder so. Ah, shit. Genau, irgendjemand hat gesagt, dass ich nicht eigentlich und nicht aber sagen darf. Weil eigentlich eh ein blödes Wort ist und aber sehr negativ. Und dann muss man es halt so überlegen, dass man halt einen Satz halt zwar aber sagen wollen würde, aber man es nicht sagt. Genau. Und weil ich da immer so sehr überlegt bin, habe ich jetzt natürlich schon wieder aber gesagt. Genau. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, genießt ihn. Ich hoffe, das Wetter ist einigermaßen. Bei mir, glaube ich, kommt der Regen heute. Also nicht der Ronald, sondern dieses Nasse von oben runter. Und aber da ich ja eh zu Hause bin, spielt mir das nicht so eine Rolle. Und ich kann ja, wenn ich dann will, auch auf meinem Balkon sitzen, ins Tal runterschauen, den Leuten da auf den Kopf. Nee, das mache ich. Ich komme auch gar nicht so weit. Genau. Mal schauen, vielleicht gehe ich morgen frühstücken, aber ich glaube nicht. Ich habe irgendwie nicht so Lust im Moment und deswegen denke ich, dass ich eher zu Hause bleiben werde und die Sachen machen werde, die ich machen muss, vor allem, weil ich nächste Woche irgendwie nicht so oft zu Hause bin. Und dann ist das eh irgendwie blöd. Genau. Also, macht's gut. Geniesst den Sonntag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Also, morgen halt, oder?